Sachen gibt's, die gibt's gar nicht. Kennst du den Spruch? Du wirst dich wundern über 10 ungewöhnliche Tierrassen, die du vermutlich noch nie im Leben gesehen hast. Wir zeigen sie dir. Guck bis zum Ende, um herauszufinden, welches Tier an der ersten Position stehen wird. Und aktiviere die Benachrichtigungen, damit du kein Top-10-Video verpasst. Lass uns loslegen. Der Commodore. Dies ist eine sehr ungewöhnliche Hunderasse. Viele nennen ihn den Moppelhund, aber in Wirklichkeit heißt er Commodore. Die Besonderheit dieser Hunde ist das Fell, das zum Verfilzen neigt, indem es sich an die Unterwolle bindet und dicke Stränge bildet. Es handelt sich um eine sehr alte Variante des ungarischen Schäferhundes asiatischer Herkunft. Sie wurde im 12. Jahrhundert von den Kumani, einer Gruppe von Nomaden aus Zentralasien, in Ungarn eingeführt. Der Name Commodore bedeutet in der Tat kumanischer Hund. Er gelangte aus den asiatischen Steppen nach Europa im Gefolge der Hunnen, die ihn nicht nur als Hütehund, sondern auch im Kampf einsetzten. Sie sind sehr intelligente und loyale Hunde. Man sagt sogar, dass ein Commodore, der einen Bauernhof bewachen soll, diesen bis zum Tod verteidigen wird. Er ist dem Besitzer und seiner Familie gegenüber immer liebevoll, kann aber sehr beschützend werden, wenn er sich angegriffen fühlt. Der Ganges-Gavial. Diese seltene Krokodilart kommt ausschließlich in Indien und Nepal vor. Wir sprechen über das Garial, das sehr an die echten Krokodile erinnert, auch wenn es ein sehr seltenes Merkmal hat, die Schnauze. Sie ist bei den jüngeren Exemplaren extrem lang und schlank, während sie mit zunehmender Reife des Tieres dicker und kürzer wird. Am äußersten Ende der Schnauze der männlichen Exemplare befindet sich eine Ausstülpung mit dem Namen Gara. Sein Zweck wurde noch nicht herausgefunden, aber es wird vermutet, dass es als Resonanzboden für die Erkennung des Sexualpartners oder für den Ausstoß von Blasen oder für andere Verhaltensweisen im Zusammenhang mit der Balz dienen kann. Im Gegensatz zum gemeinen Krokodil ist das Garial auf dem Festland aufgrund seiner schwachen Beine nicht sehr beweglich, während es im Wasser viel geschickter und schneller ist als sein Vetter. Die jungen Garials haben eine sehr intensive Grünfärbung, die im Laufe der Jahre verblasst. Eine sehr faszinierende Krokodilrasse. Der Gürtelmull. Eine in Südamerika verbreitete Gürteltierart, die kleinste der Welt. Tatsächlich kann ein erwachsenes Exemplar bis zu maximal 11 cm messen. Er ist mit sehr seidigem weißem Fell bedeckt und hat einen rosa Panzer, der den oberen Teil seines kleinen Körpers bedeckt. Der Schwanz ist rautenförmig, im Gegensatz zu dem der übrigen Gürteltiere, wo er lang und spitz ist. Wissenschaftler haben beobachtet, dass dieses Tier seinen Schwanz als fünftes Bein benutzt. Absurd, nicht wahr? Obwohl er in seinem Heimatland Pichisiego oder Pizisiego, wörtlich kleiner blinder Mann genannt wird, ist der Gürtelmull nicht völlig blind. Diese kleinen Säugetiere sind nicht in der Lage, Formen oder Konturen zu unterscheiden, aber sie können Lichtveränderungen erkennen. Ansonsten ist nicht viel bekannt und es ist schwierig, mit Sicherheit zu sagen, ob es sich um eine gefährdete Art handelt, da es nicht genügend Daten über seine Fortpflanzung gibt. Der Dumbo-Oktopus. Die Dumbo-Krake, die wir an siebter Stelle finden, hat ein einzigartiges Merkmal innerhalb der Familie. Sein Antriebssystem unterscheidet ihn von anderen Tintenfischen. Während andere Kraken lange Tentakel haben, die zur Wasserverdrängung dienen, benutzt der Dumbo-Oktopus 2 Flossen auf jeder Seite seines Kopfes zum Schwimmen. Sie haben eine ähnliche Form wie die Ohren des berühmten Disney-Elefanten. Das heißt, sie sind abgerundet und im Vergleich zum Körper recht groß. Diese Tintenfischart lebt in den Tiefen mehrerer Ozeane, einschließlich Pazifik und Atlantik. Sie ernähren sich von Krebstieren, die sie im Ganzen schlucken, im Gegensatz zu anderen Kraken, die lieber zubeißen und Nahrung zerkleinern, bevor sie sie schlucken. Da sich ihr Lebensraum in großer Tiefe befindet, ist sehr wenig über den Dumbo bekannt. Aber eines ist sicher, der Anstieg der Wassertemperatur aufgrund des Klimawandels könnte den Fortbestand der Art gefährden, weil er ihn zu häufigeren Wanderungen zwingen würde und er so zu einer noch verletzlicheren Beute werden könnte. Der Mähnenwolf. Ist das ein Wolf, ein Fuchs oder ein Rehkitz? Obwohl er den Namen des Wolfes trägt, die Farbe eines Fuchses und
und die Beine eines Rehkitzes hat, gehört er keiner dieser Tierfamilien an. Der Mähnenwolf ist der höchste Wildhund der Welt und der größte in Südamerika. Seine langen, schlanken Beine erlauben es ihm, sich wie ein Kitz und nicht wie ein Wolf zu bewegen. Man sagt, dass der Grund für die langen Beine die Evolution ist, die, wie bei Menschen, zur Entwicklung der Körpergröße geführt hat, um über das hohe Gras hinaussehen zu können. Im Gegensatz zum Wolf ist der Wildhund überwiegend omnivor. Seine Ernährung besteht im Wesentlichen aus Zuckerrohr und Knollen, aber Lieblingsmahlzeit ist eine Frucht namens Lobera, die die Form und Struktur von Tomaten hat, aber die Textur und Farbe von Auberginen. Zusätzlich zur Vegetation frisst das schöne Tier einige kleinere Lebewesen, darunter Nagetiere und Vögel, die sie dank ihrer großen Ohren jagen. Sie sind in der Regel Einzelkämpfer. Der Axolotl. Diese Salamanderart lebt im Cochimilco-See in der Nähe von Mexiko-Stadt. Leider ist das Axolotl heute aufgrund der zunehmenden Verschmutzung in der mexikanischen Stadt sehr stark vom Aussterben bedroht. Sie sind ungewöhnliche Salamander, weil sie neotenisch sind. Das heißt, sie vollenden ihren gesamten Lebenszyklus im Larvenstadium, ohne die Metamorphose zu durchlaufen, die normale Salamander beim Übergang ins Erwachsenenalter durchmachen. Er kann bis zu 30 cm lang werden. Aber die wohl kurioseste Tatsache ist, dass sie die Fähigkeit zur Regeneration besitzen. Viele Amphibien haben diese Fähigkeit, aber nur in Bezug auf einige der Gliedmaßen. Während der Axolotl sich regenerieren kann, ohne Lungen, Gliedmaßen, Rückenmark und sogar Teile des Gehirns zu vernarben. Wissenschaftler glauben, dass diese Eigenschaft von Stammzellen stammt, die denen von Säugetieren sehr ähnlich sind. Verrückt, oder? Der Glasfrosch. Dieser Frosch war die Inspiration für Kermit, dem Muppet-Frosch. Der Glasfrosch, so genannt wegen seiner fast durchsichtigen grünlichen Haut, die einen Blick auf die inneren Organe und die Knochen dieser kleinen Amphibie erlaubt. Die Transparenz wird besonders auf dem Bauch betont, von wo aus man sehen kann, wie das Herz Blut pumpt. Glasfrösche leben hauptsächlich in den Regenwäldern Süd- und Mittelamerikas und sind nachtaktiv. Die meisten sind klein. Weibchen überschreiten fast nie 3 cm, während die Männchen bis zu 8 cm lang werden können. Und wenn wir schon von den Männchen sprechen, sie sind es, die sich um die Eier kümmern, die von den verschiedenen Gefährtinnen gelegt werden und singen, während sie auf den Schlupf warten. Dieses Ritual gilt als Teil der väterlichen Fürsorge wie ein Wiegenlied. Der Otozion. Diese Fuchsrasse wird dich mit ihren Ohren überraschen. Der afrikanische Löffelfuchs hat sehr große Ohren, die als Fledermausohren bezeichnet werden, sowohl wegen ihrer außergewöhnlichen Hörfähigkeiten als auch wegen ihrer Form. In der Tat funktionieren sie wie Radargeräte, die es dem Tier ermöglichen, sogar das geringste Geräusch selbst unter der Erde aufzufangen. Tatsächlich ernährt sich der Otozion als einziger insektenfressender Hund hauptsächlich von Termiten. Die Otozionen sind monogame Tiere und aufgrund ihres ängstlichen Charakters, der sie dazu bringt, jeden Zusammenstoß mit anderen Tieren zu vermeiden, nicht sehr territorial. Sie bevorzugen sandige Gebiete und sind deshalb vor allem in Afrika südlich der Sahara anzutreffen und passen sich gut an Gebiete mit hohen Temperaturen an, die auch einen beträchtlichen Temperaturunterschied zwischen Tag und Nacht aufweisen. Der Dornteufel. Ein Moloch, der aussieht wie ein Leguan auf Steroiden. Seine Haut ist vollständig mit Dornen bedeckt. Der ideale Abwehrmechanismus gegen Raubtiere. Diese Agame hat auch eine Färbung, die es ihr ermöglicht, sich in der trockenen Umgebung, in der sie lebt, leicht zu tarnen. Die kleine Leguan-Art kommt ausschließlich in der Wüste in Zentral- und Westaustralien vor. Der Körper des Dornteufels ist nicht mehr als 20 cm lang, breit und abgeflacht. Aber zurück zu der Haut des Molochs. Dieses monströs aussehende Tier hat noch eine weitere sehr ungewöhnliche Eigenschaft. Seine Haut ist von sehr kleinen Kanälen durchzogen, die Tautropfen sammeln und zum Maul befördern, um sie in solch extremen Klimazonen mit Feuchtigkeit zu versorgen. Er ernährt sich hauptsächlich von Ameisen und in einer einzigen Mahlzeit könnte er bis zu 1800 Stück verputzen. Scheint das nicht sehr viel zu sein?
Kennst du andere Tiere, die eine so große Menge an Insekten fressen können? Lass es uns in den Kommentaren wissen. Der nordwestliche graue Wolf. Dieser Wolf, der anscheinend gerade dem Eisenthron entstiegen ist, ist als Mackenzie Valley Wolf oder nordwestlicher grauer Wolf bekannt und ist eine Unterart des grauen Wolfs, der in Alaska an den Ufern des Mackenzie River und in British Columbia in Kanada heimisch ist. Er ist berühmt für seine enorme Größe. Ein männliches Exemplar kann bis zu 2 Meter lang werden, was ihn zum größten Wolf der Welt macht. Sie haben sehr starke Beine und große Lungen, die sich in der Evolution an die Atmung in sehr großen Höhen angepasst haben. Ihr Rudel besteht aus 5 bis 11 Exemplaren, die von einem monogamen Paar geführt werden und ihrem Lebenspartner treu sind. Ein Tier, das seit jeher ein Symbol des berühmten Yellowstone-Nationalparks ist, wurde Ende der 1990er Jahre, etwa 70 Jahre nach seinem Verschwinden, das zu großen Ungleichgewichten im Ökosystem des Naturschutzgebietes geführt hatte, wieder in den Park eingeführt. Nach ihrer Wiederansiedlung hat sich das Ökosystem mit dem nordwestlichen Grauwolf an der Spitze der Nahrungskette stabilisiert. Und die Zahl einiger Tier- und Pflanzenarten, die heute fast ausgestorben sind, sogar noch erhöht. Welche dieser Tiere möchtest du aus nächster Nähe kennenlernen? Erzähl es uns in den Kommentaren. Wir würden auf jeden Fall gerne einen grauen Wolf wie den Jungen im Video streicheln. Wir laden dich ein, uns mit einem Daumen hoch für dieses Video zu helfen, noch mehr Top 10 Folgen produzieren zu können. Bis zum nächsten Mal.